Guten Abend allerseits und buenas noches a todos, liebe Fußballfreunde zu Hause. Willkommen zur Schalker Nachtschicht auf Teneriffa, unterstützt von 3000 Schlachtenbummlern aus Deutschland. Wie die alle an ihre Karten gekommen sind, obwohl das Kontingent viel kleiner war, ist ihr Geheimnis. Manche wohnen ja auch hier, wie der frühere Präsident Günther Siebert, auf der Nachbarinsel Gran Canaria. Wir alle erwarten ein großes Spiel und ich möchte mal sagen, diese Schalker Mannschaft, die sich so wacker bisher geschlagen hat, hat es verdient, dass sie aufbleiben und dieses Halbfinal-Hinspiel im UEFA-Pokal mit uns erleben. Wir warten noch auf die Mannschaften und daher kann ich Ihnen die zunächst einmal in Ruhe vorstellen. Der Club Deportivo Teneriffa spielt mit Ojeda im Tor, einem 1,90-Mann aus Argentinien. Llorente, das ist der Neffe des legendären Gento, der in den 50er Jahren für Real Madrid spielte. Rechter Verteidiger. Mata ist einer der Innenverteidiger. Er ist der populärste Mann im Moment, denn er schoss das 2:0 von Brøndby. Jokanovic, eben schon vorgestellt, der Serbe, der mit einer Verletzung und mit einer gelben Karte ins Spiel geht. Chano, genauso ein spanischer Nationalspieler. Felipe, der kleine Kapitän, 264 Spiele, Besitzer eines Fischrestaurants. Juanele mit der Elf. Das ist der Mann, der sich schwindlig spielen kann, der schon bei der Weltmeisterschaft mit dabei war. Ballesteros, Heinkes Entdeckung, 21 Jahre jung in der Innenverteidigung. Bibar Dorado, ein Mittelfeldmann, vielseitig verwendbar. Die zweite Spitze heißt Pinilla. Und César Gómez wird heute Linksverteidiger in der Vierer-Abwehrkette spielen, die Jupp Heynckes so intensiv einstudiert hat. So sieht das nämlich taktisch aus. Hinten also eine Viererkette. Davor Jokanovic, der alles kann, Spiel machen, aber auch den sogenannten Abfangjäger geben. Drei Mann im Mittelfeld, wobei insbesondere Felipe überall auftauchen wird. Und vorne Juanele und Pinilla. Es ist inzwischen Nacht in Teneriffa, das Stadion gefüllt und hier kommen die Schalker mit Jens Lehmann, dahinter Johan de Kock, der Holländer, der trotz seiner Länge ein exzellenter Fußballer ist, Marc Wilmots, der Hoffnungsträger für den so arg dezimierten Sturm. Der Kapitän Olaf Thon, seit Monaten in bestechender Form, heute in seinem 29. Europacup-Spiel. Für Schalke ist es schon das 40. das sie so angehen wollen. Mit Lehmann im Tor. Das Gelb bedeutet, dass er eine gelbe Karte schon gesehen hat. Linke wird linker Manndecker spielen. Latal also ganz vorne, so wie vor zwei Jahren schon mal mit Juri Mölder. Yves Eigenrauch im rechten defensiven Mittelfeld. Müller, auch er defensiv erwartet und eingestellt. Von Ingo Anderbrügge haben wir gehört, dass er in der Mitte auch weiter vorgehen kann. Olaf Thon, der Kapitän, hoffentlich nicht nur nach hinten gedrückt. Mike Güskens, auf ihn kommt Chano zu, ein Dribbelkünstler. Nemetz hoffentlich in der Form von Valencia. Wilmots, der belgische Nationalspieler, der schon so wichtige Tore schoss. Und der eben schon erwähnte Johan de Kock, der genauso aus Kerkrade kommt wie sein Trainer, wie Huub Stevens, der hier in dieser Mannschaft total aufgenommen ist. Und so wie die sich hier gegeben haben, so haben sie sehr schnell dieses furchtbare Unglück, die beiden ersten Stürmer in 60 Sekunden durch schwere Verletzungen zu verlieren, weggesteckt, aber auch vom ARD-Team. Liebe Freunde zu Hause, an Max und Mölder alle guten Besserungswünsche, auch von uns. Und ich bin sicher, dass die beiden jetzt die Daumen drücken für ihre Mannschaft. Ja, welches ist ihre Mannschaft? Sie spielt heute ganz in Blau und auf der anderen Seite die Tinerfeños, wie die Insulaner hier heißen, ganz in Weiß. Beide haben die Vereinsfarben Weiß und Blau und Blau und Weiß. Blau und Weiß, die Königsblauen aus Schalke und Bianchi Azul, so nennen sie
die Tinafenius. Hier der kleine Felipe und der kleine Ton, wenn ich das mal zu zwei großen Fußballern so sagen darf, zusammen mit dem Schiedsrichter, das ist David Ellery, ein Hausmeister der legendären Harrods School, international sehr erfahren in London zu Hause. Die Schalker also ganz in Königsblau mit einem Ball, der in der gesamten spanischen Liga getreten wird, einem Nike-Ball. Und damit sie sich darauf vorbereiten konnten, hat der Rivale Borussia Dortmund ihnen 15 Bälle mit auf die Reise gegeben und alles Gute gewünscht. Das Spiel läuft. Hängt im Moment weit zurück. Oh, den hat er mit der Hand mitgenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt gibt es Elfmeter. Für meine Begriffe hat Juanele vorher den Ball mit der Hand mitgenommen. Foul-Elfmeter für Teneriffa. Da hilft jetzt kein Klagen mehr. In der sechsten Spielminute hier. Eishockey würde man vom korrekten Handstopp sprechen, aber im Fußball bitte nicht. Und Juanele will wohl auch selbst schießen. Das 1:0 durch Juanele, der übermorgen 26 wird. Es war der andere Kleine, es war Felipe, der Capitano, der den Elfer versenkt. Keine Chance für Lehmann. Das ist Jiří Němec. Außer Wilmots bietet sich niemand an. Němec. Latta. Die beiden Tschechen im Duett. Schöne Flanke von Němec und Kopfball von Müller. Das war doch was. Ja, man sieht die ganze Anspannung im Gesicht von Hugh Stevens. Hugh Stevens, was haben Sie zu dieser Szene zu sagen in der sechsten Minute? Ja, es ist ein Handspiel von der Juanele. Und da geht dann, das geht dann voraus an der Strafstoß. Ja, gut, auf einen Strafstoß ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber es war deutlich von hier aus zu sehen, dass er an der 11 Meter ein Handspiel am Verhandeln ging. Ja, die Mannschaft hat lange gebraucht, um sich wieder zu fangen. Geht's jetzt wieder? Ja, das hoffe ich doch. Es geht weiter. Man muss 45 Minuten weiter hier und dann sehen wir schon, was für ein Ergebnis das wir geholt haben. Wilmuth und Lattal haben gewechselt. Wilmuth jetzt ganz vorne, warum? Ja, ich denke, dass Marc der Ball etwas mehr bei sich halten kann. Und dann bekommen wir etwas mehr Druck an der rechten Seite mit Radek, mit seiner Schnelligkeit. Und Jiří kommt dann auf Mittelfeld, mehr auf Mittelfeld, in der Mitte zu spielen. Ich denke, dass dann der Bälle an Marc und Radek spielen kann. Vielen Dank. Herr Robert Fassbinder, bitte weiter. Llorente. Weg mit dem Ball. Jokanović.
wird jetzt auch offensiver. Llorentes Flanke. Und Lehmann. Dafür sehen. Und ich denke mal, Mr. Ellery wird das auch gleich tun. Lazio Rom haben sie bezwungen. 1-0 in Rom gewonnen, 5-3 hier. Feyenoord Rotterdam in Holland. Mit 4-2. Brøndby Kopenhagen 0-1 hier und 2-0 in Dänemark gewonnen. Wilmots, der Belgier. Elfmeter! Und rot! Also ich muss sagen, Kompliment David Ellery. Der Mann hat Mut. Alles, was er gesehen hat. Alles, was er gesehen hat, das hat er gepfiffen. Ich unterstelle, er hat das Foulspiel, das Handspiel von Fuanele nicht gesehen. Aber hier gibt es überhaupt kein Vertun. Das ist rot und da regt sich auch niemand mehr drüber auf. Nun müssen sie einen neuen Keeper bringen. Es kommt rein. Der neue Torwart aus Schweden und es muss hier einer raus. Und das ist Pinilla. Also Bengt Andersson jetzt im Tor. Und ohne, dass er sich irgendwie warm machen darf, Jupp Heynckes schüttelt den Kopf. Sagt, mein Gott, ist hier jetzt meine ganze Arbeit innerhalb weniger Minuten zunichte gemacht. Jetzt kommt der neue Keeper. Und es gibt ja nicht wie im Tennis eine Einschlagzeit. Der muss rein und muss sofort den Elfmeter halten. Den Johan de Kock schießen wird. Jedenfalls hat der Holländer, der Mann, der im Vorjahr aus Kerkrade kam, sich das Leder zurechtgelegt. Oh weia. Da will er es zu gut machen, zu platziert schießen und schießt vorbei. Und der Schiedsrichter schaut jetzt auf die Uhr, lässt er die Schalker noch mal bis vor das gegnerische Tor kommen. Die Antwort ist der Schlusspfiff. Eine dramatische Fußballnacht von Santa Cruz de Tenerife geht zu Ende. Ich glaube, sie gehen alle zufrieden nach Hause. Natürlich die Tinerfeños, die Blanco Azules, die den 1-0-Sieg über den siebenmaligen deutschen Meister FC Schalke 04 feiern.